Ja, Maluk, ich hätte es nicht anders ausdrücken können, wie schlecht der Film ist. Der war halt einfach nur richtig schlecht. So, ich muss kurz verkabeln. Moin, Flavi, Tobsen, grüße dich. Französisch kochen? Nur weil à la Galbraith steht? So, meine Lieben, grüßet euch nochmal aus der Küche, aus der Heimischen. Moin, moin, was geht so bei euch? Alles gut bei euch? So, immer mein Mikrofon hier wieder richten. So, erstmal umgucken, wo alles steht. Okay. Gute Öl kann wieder hin. Müssen wir auch wieder kaufen die Woche bestimmt. Salz, Pfeffer habe ich nicht aufgefüllt, super vorbereitet. Ich habe so viel zu tun, ne? Ich weiß gar nicht, wo. Gestern mein freier Tag war um 12 Uhr nachts zu Ende. Freier Tag. Ganzen Tag was gemacht und irgendwie habe ich so am Ende des Tages gedacht, was hast du eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Zeit ging so schnell vorum. Dann starre ich den wieder ab. Sehr schön. Wild zurückwinken. Ja, Leute, was gibt es heute? Heute gibt es Putenmedaillons à la Calpresse. Auf dem Gericht stande, dass man fertiges Pesto nehmen sollte, beziehungsweise Pesto sollte man sich kaufen. Ich habe mir aber vorgenommen, wir machen heute nämlich unser Basilikum-Pesto selber. Ganz einfach, ganz simpel. Und ja, lehnt euch zurück, legt euch hin. Wir brauchen nämlich noch unseren Mörser dafür, den wir vor zwei Monaten gekauft haben. Zack, da ist das gute Ding. Das machen wir nämlich heute alles selber mit einem schönen Mörser. Wir haben nämlich Basilikum hier. Ich weiß nicht, wie viel Basilikum. Also ich glaube so, was im Rezept steht, ihr könnt ja mal nachgucken. Ausrufezeichen. Rezept habe ich, glaube ich, jetzt nicht aktualisiert. Aber Ausrufezeichen Blog, ihr seid ja nicht dumm. Ihr findet das ja auch so, ne? So, einfach mal hier mal ein bisschen Platz machen, damit ich euch noch lesen kann. Zack. Hey, Schimpanse, grüße dich. Hallihallo. Ein wunderschön. Genau, selbstgemachtes Pesto ist immer das Beste. Selbstgemachtes alles ist immer das Beste. Selbstgemachtes ist immer das Beste, Leute. Leider Pesto nicht so lange haltbar. Aber wir werden uns ein bisschen was ab. Ich denke, wo haben wir noch hier ein Gläsle? Haben wir irgendwo ein Gläsle? Da haben wir noch ein Gläsle. Da werden wir uns das nachher abfüllen, das Pesto. Wir werden nämlich nur die Hälfte machen, was draufsteht. Ich werde von jedem die Hälfte nehmen. Aber dann habe ich ein Knoblauch zu viel. Egal, das können wir nachher für die Dings benutzen. Also, warte mal. Zack, 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 zack. Haben wir. Genau. Ich muss nämlich mal kurz abmessen. Ich glaube, es stand so 75 Gramm. Basilikum brauchen wir, also frische Blätter. Ich weiß natürlich nicht, wie für ein Pott Basilikum an Gramm ist, deswegen muss ich das mal gleich abwiegen. Ich würde nämlich sagen, wir fangen nämlich an mit dem Basilikum. Erstmal die Blätter zupfen hier. Wir hauen das hier einfach mal alles ab. Zack. Schön zupfen. Und dann haue ich mir das mal in eine Schüssel. So eine Schüssel hier und dann waschen wir die ab. Warte mal. Ja, der sieht ganz gut aus. Wir nehmen uns mal hier noch so zwei, drei Dinger ab. Für nachher für die Deko. Zack. So, den Rest können wir verwenden. Für das Pesto. Und dann werde ich es gleich mal abwiegen, wie viel das überhaupt ist. Wir brauchen ja denn 75 Gramm, 37,5 Gramm, also knapp 38 Gramm Basilikumblätter. Nach Adam Riese, ne? Ja, hätten wir diesen Adam Riese nicht gehabt. Und sonst schönen Einstand in die Woche gehabt, Leute. Warte mal, wir benutzen erstmal einen, bevor wir hier den zweiten abmachen. Vielleicht reicht da einer schon. Aber ich glaube nicht. Basilikum Pesto brauchen wir halt nur mal viel Basilikum, ne? Soll ja auch
schmecken. Achso, ich sag ja erstmal vielleicht mal die Zutaten, damit ihr überhaupt wisst, was wir brauchen. Also wir brauchen fürs Basilikum Pesto, ganz klar, wir brauchen Basilikum. Wir brauchen Pinienkerne. Habe ich hier schon abgemessen. Ich glaube, es ist sogar zu viel. Habe ich 20 Gramm oder 40? Nee, ich glaube 20 Gramm. Wir brauchen Knoblauch. Wir brauchen Salz. Wir brauchen Olivenöl. Natives am besten. Und wir brauchen Parmesan. Den echten, guten Hartkäse-Parmesan fürs Pesto. Und dann war es halt schon. Brauchen wir nämlich auch gar nicht so viel. 25 Gramm, das ist viel zu viel. Das sind, glaube ich, 80 oder 86 oder 90 Gramm Parmesan. Ist egal. Wenn wir uns die Hälfte abhobeln. So. Hier so ein paar Blättchen zupfen hier. Huch. Sonst einen schönen Einstand in der Woche gehabt, Leute. Was gibt's für euch heute zu futtern? So, wir können ja schon mal ein bisschen hier abwiegen. Sieht man dich in Kochshows, denn wenn ihr mich anmeldet. Ich weiß nicht, so. Ich glaube, das könnte ich nicht. Keine Ahnung. Obwohl, Bock hätte ich schon, so Küchenschlacht oder so anzutreten. Jetzt haben wir gerade erst 15 Gramm hier. Also nicht. Mal gucken. Ich hätte ja immer damals Bock gehabt, wenn ich jetzt zur Topfgeldliga, ne? Mit einem Kumpel. Wollte ich da immer mal hin. Weiß ich nicht, mal gucken. Vielleicht kriege ich den nochmal überredet, dass wir dort auftreten, aber ich glaube eher nicht. Er ist so ein kleiner Schüchterner, wisst ihr. Der ist ein kleiner Schüchterner. Aber Bock hätte ich schon mal dort aufzutreten. Gibt's neue Projektinfos? Ah, eventuell kann ich euch heute nach der Pause eventuell schon die ein oder anderen Projektinfos geben. Ist natürlich sehr, sehr viel noch in Arbeit. Aber so das ein oder andere ist halt schon so angekommen, ne? Und ja, wie soll ich sagen? Gestern ersten Tag arbeiten gewesen und heute schon krank. Ja super, läuft bei dir, Tobsen. Bei mir gibt's nur Burger. Wieso, was heißt nur Burger? Wieso, was heißt hier nur Burger? Burger Beste, ey. Nur Burger, sagt er. Macht den Burger mal nicht so schlecht. So einen schönen selbstgemachten Burger würden wir auch noch machen. Ja, schön Brot selber, Patty selber, alles selber. Mitte. Wie das abgeht hier, da. Ich hätte mal den Basilikum vorher schon mal abwiegen sollen. Hätte ich jetzt nicht die Arbeit gehabt, dann hätten wir mich gleich losmachen können. Aber, das ist live, Leute. Könnt ihr mal sehen, wie viel Zeit so in Kochshows vorbei flöten geht, um überhaupt erstmal die Vorbereitung zu machen. Viel Blätter hier. Ich will auch nicht so viel wegschmeißen, ne? Sind ja so viele Blätter dran. Oh, richtig zupfen. Das war nicht mehr so groß, aber. Blätter sind Blätter, ne? Kein Freund davon, der immer so viel wegschmeißt. Bis gestern habe ich übrigens noch Chili con Carne gegessen, ne? Der Hammer.
Aber war auch wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Endlich mal ein geiles Chili con Carne Rezept. Ist die Waage natürlich ausgegangen, GG. Kochen liegt dir leider nicht so. Ach, jeder kann kochen, Alter. Das sind alles nur faule Ausreden. Ich kann nicht kochen, ich kann nicht kochen. Das sind alles faule Ausreden, Leute. Jeder kann kochen. Was denkt ihr denn? Wenn ihr auf einmal auf einer einsamen Insel wärt, da könnt ihr auf einmal alle kochen. Wenn es um eigene Essen geht. Da gibt es nämlich kein Lieferando oder so. Siehste? Faul. Alles nur was mit zu tun. Wie faul ihr seid. Ah, ja, gut ist ja auch. So, ich glaube, das reicht hier. Haben wir genug abgepflückt hier. Können wir recounten? So, mal abwiegen hier. Die ganze Chose. Snooker, grüße dich. Hola. Ein wunderschön. Alles gut bei dir, Snooker? Geh mal an hier, du blöde Waage. Ja, ein paar Grämmerchen brauchen wir noch. Geht ja gar nicht. Ihm hat er was ganz anderes angezeigt. Verarsch mich nicht hier, Waage. So. 28 Gramm haben wir. Brauchen wir noch knapp 10. Ja, das ist auch okay. So, dann haben wir das. Schauen wir mal. Ja, 40 Gramm. Haben wir 2 Gramm mehr Basilikum. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier nochmal schnell abwaschen hier. So, ein bisschen ausbringen noch, weil wir wollen das Wasser nicht da drin haben. Und nämlich nur den Basilikum.
Wasser schmeckt nicht. Chili lecker nachgekocht. Was, du hast heute das Chili nachgekocht, Sergeant Bommel? Und war gut, oder was sagst du? Oh, wirklich schön abtropfen hier. So, das reicht. Kann ich piepsicher sein als der Papst hier? So. Haben wir das? Hi, Apo, grüße dich. Auch von Sennheiser oder was, Apo? Ein paar Tage Urlaub und ein bisschen Fortnite spielen. War super lecker. Freut mich, freut mich. Freut mich wirklich. So. Machen wir den Basilikum dahin. Ich glaube. Ja, da brauchen wir noch wegen dem Parmesan. Kein Aufweg hier. So. Selber Preis? Ja. Du, da können jetzt noch 10 Leute kommen, denn jeder empfiehlt ein anderes. Ich habe mir das jetzt nur mal ausgesucht. Obwohl, das andere hat auch 7.1, von daher alles Gute. Außerdem ist das 600, ist das neuere. Ist das neueste von denen. So, Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett mit Lorette gelben rösten und einen Teller geben abkühlen lassen. Knoblauch, pennen und grob hacken. 75. Genau. Das machen wir jetzt schnell. Pinienkerne. Wir müssen kurz wenig anrösten. So. Hey Messias, grüße dich. Alles super, alles super. Das Neueste ist immer das Beste. Richtig, Schmidi. Richtig, das haben sie gut erkannt. Ja, ist mir egal. Du, es ist, wie gesagt, jeder hat einen anderen Geschmack. Jeder sagt was anderes. Ne? So, Teller geben, Knoblauch pellen und grob hacken. Können wir das nämlich auch schon machen? So. Ich habe heute ein Wunder, oder beziehungsweise ich habe das Wochenende ein wunderschönes Messer von Abo bekommen. Mal gucken, ob es auch genauso scharf ist. Aber ich glaube schon. Ja, 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 ja. Herrlich. Oh, endlich mal wieder ein scharfes Messer hier. Ich werde verrückt. Oh, guckt es euch an, Leute. Herrlich. Ehrlich. Ich sag euch das. Die Woche geht schon wieder gut los mit Knoblauch. So. So. Thank you.
Bienenkind in eine Pfanne mitten auf einen Teller geben, abkühlen lassen, Knoblauch pellen. Knoblauch pellen und grob hacken. Dieses Mikrofon, ne? Irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Aber das passt schon so. Ihr hört mich ja, ne? Wenn du die Kopfhörer beim Hersteller holst, gibt es eine Kilo gratis. Ja, weiß ich. Werde ich mir auch dort holen. So, Pinienkerne kurz anrösten hier. Kurz einmal braun werden lassen. Da brauchen wir gar kein Dings hier. Können wir so schwenken, Leute. Machen wir mal ein bisschen höher die Hitze hier. Salz und Knoblauch in eine Blitzhacker geben, werden wir nicht. Wir werden das alles im Mörser tun. Können wir schon mal machen. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Wasser hier abtropfen können. Jawohl. Ein bisschen Wasser war immer noch drin. So, wir hauen das jetzt im Mörser rein. Ihr könnt es natürlich auch in der Dings machen, so wie ihr das gerne habt. Aber ich habe schon Mörser, warum soll ich das nicht im Mörser machen? Natürlich mehr Arbeit. Aber das hat mit Kochen immer auf sich, ne? Ein bisschen mehr Arbeit. Habe ich überhaupt kein Problem mit. So. Knoblauch und das Salz hauen wir da rein. Aufpassen, dass die Pinienkerne. Boah, hab ich mich erschrocken! So ein Wichser! Eine kleine braune Note müssen sie haben. So eine kleine braune Note. Genau. Jetzt holen wir mich kurz den. Hier. Jetzt hau schon einmal das Brett hier gegen den Mörser. Jetzt können wir das nämlich alles schön. Schön fein stampfen. Oh. Kommen richtig schön die Gerüche raus, ey. Ruhig stampfen. Das ist ein Mörser, der kann halt ab. Na? So, Hitze können wir schon wieder ausmachen, das reicht. Kreisen hier. Seht ihr schon, wie die Masse. Natürlich jetzt ziemlich viel Flüssigkeit, aber das ist auch dem Basilikum selber zu schulden. Wir hätten vielleicht vorher noch ein bisschen abtrocknen sollen, aber egal. So.
So, und jetzt? So, Pinienkerne reicht, die können wir wieder auf unseren Teller geben. Sie ein bisschen abkühlen. Zack. Und genau so müssen die aussehen, so eine kleinen braune Stellen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Und damit sie überall so ein bisschen leicht bräunlich sind, dann haben sie sind schön angeröstet. So, die lassen wir kurz abkühlen. Rühren wir nochmal kurz hier ein bisschen unser Basilikum um. So, und jetzt kommt unser natives Olivenöl dazu. Saubere Fingernägel, ja logisch. So, 150 Milliliter. 150, wie viel haben wir denn hier drin? 125. Ach ne, 150, warte mal, 100. Wie brauchen wir denn den Rest Olivenöl? 250. Achso, ich glaube nachher zum Bedecken. Brauchen wir jetzt noch 150? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Jetzt bin ich schon gar nicht sicher, ne? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich mein Handy hier. Mahlzeit, Headcrash, grüße dich. 1500 ist Max. Wartet mal, Leute, ich muss mal kurz. Bevor der Alte hier Scheiße macht. Ich bin gerade nicht sicher, ob es wirklich 150 sind oder ob ich in dem Rezept das schon verändert habe. Wo ist es da? Hm, 150, ne? Also brauchen wir 75 sogar nur. Okay. Okay, dann weiß ich Bescheid. So, im Rezept steht das. Stimmt das? Das Rezept stimmt. Also brauchen wir nur 75 sogar. Das heißt, wir haben 125 hier drin. 60. Oh, die Hälfte so ungefähr. Das reicht schon. So. Die Masse gut durchmixen. Abgekühlte Pinienkerne zu geben und fein zerkleinern. Rein.
Jetzt wird das Pesto auch nämlich ein bisschen heller. Ein bisschen stoßen noch. MJ Swift, grüße dich. Wunderschönen guten Tag. So. Parmesan feinreiben und Unterrühren, nicht mehr mixen zum Aufrühren des Pesto. Okay, dann sind wir schon fast fertig mit unserem Pesto. Back and back. Musik ist gut, ne? Einige sind auch nur wegen der Musik hier. So, und jetzt kommt noch Parmesan dazu. Machen wir jetzt noch fein. Reiben wir jetzt noch fein hier. Wo ist der Anfang hier? So. Unsere Reibe. 25 Gramm brauchen wir. Hauen wir den hier rein. Nicht so viel einsauen. Kurz einmal trocken. Jack the Ripper, grüße dich. Weiß ich nicht, wollte ich vorher noch googeln, weil ich genau wüsste, dass die Frage kommt. Aber ich hab's nicht mehr geschafft zu gucken. So, muss wieder abbiegen, wie viel? Brauche ich nur 25 Gramm. All die Arbeit für einen Schnitzel, das wären Putenmedaillons, aber wir lesen ganz klar im Vorteil. Und außerdem sind wir eine Gemeinschaft, die gerne isst. Ihr könnt euch ja gerne euren Schnitzel vom Bäcker holen oder euer Döner. Jeden ist es ja gleichgestellt, ne? Wie viel Arbeit er in seine Essen steckt. Jemand will dein Freund sein. So, jetzt geben wir den Parmesan noch dazu. Gibt gleich wieder Büffelmozzarella. Das haben sie richtig erkannt. Das haben sie richtig erkannt, Fräulein Deju.
So, und der Parmesan macht das nämlich alles so schön schluchzig. Den gar nicht mal so, einfach nur kurz unterrühren. Und ihr seht schon, herrlich, oder? Oh, und wie das riecht, also wenn ihr das riechen könntet, ey. Absolute Wahnsinn. Guckt es euch an. Herrlich. Das frischeste Pesto, was es heute hier in Schwerin gibt. So, dann haben wir unser Pesto fertig. So, dann können wir mit unseren Puttenmedaillons weitermachen. Die Arbeitsfläche sauber machen. So, unseren Parmesan können wir wieder reinmachen. Der hält sich noch ein bisschen. Der hält sich noch ein paar Tage, Jungs. Nehmen wir mal 9. So. Das Blatt umdrehen, beziehungsweise können wir uns jetzt anheften oben. Bestorben fertig. Genau, und jetzt behält man den Pesto eigentlich in einem Gläsle, beziehungsweise in so ein Einwegglas, macht oben eine Schicht Öl rauf und dann hält sich das noch so ein paar Tage. Genau. Weil Pesto ist nicht gerade lange haltbar, leider. So, Fleisch waschen, trocken tupfen und in 6 bis 8 Medaillons schneiden, Mozzarella in 6 bis 8 Scheiben schneiden, Tomaten waschen, 3 bis 4 Scheiben schneiden, Basilikum waschen, trocken tupfen, Blättchen abzupfen. So, holen wir erstmal unser Putenfleisch hier raus. Schön abwaschen. Papier, was wir ein bisschen abtupfen können.
Mensch, Midi, ist auch genau ein Gericht für dich hier. Schön Pudel, bzw. Geflügel. Ich habe sogar ein halbes Kilo, ist sogar viel zu viel für dich. So, aus Kostengründen habe ich jetzt kein Filet genommen. Weil die im Angebot waren. Und die kann ich genauso gut für Medaillons benutzen, wie Filet. Nee, du musst, wie gesagt, ey, per Post geht nicht, Schmidti. Die ganzen Lieferanten, die essen das vorher immer schon auf. Deswegen geht das nicht. Du musst schon lang kommen. Doch, mit DHL kommt bei mir auch an. Meinst du, ja? Dass der Bote das nicht vorher schon wegfuttert? So, machen das nämlich ganz einfach. Wir halbieren die Geschichte nämlich jetzt noch einfach. So, das sind jetzt meine Medaillons. Die brauchen nämlich auch nicht so lange dann in der Pfanne. Zuck. Blue Eagle, grüße dich, mein Moin. Medaillons jetzt. Fertig. Kurz das Messer abwaschen. Ich schneide jetzt nämlich noch die Mozzarella und die Tomaten. Und dann wäre das nie so geil, wenn wir dann irgendwelche Bakterien dort auf unserem Messer haben, die wir dann weiter verteilen auf das Gemüse. Deswegen auch immer schön für Geflügel bzw. für Fleisch immer anderes Brett oder Messer benutzen oder abwaschen, weil jetzt für das Gemüse nicht so gut. Warum dreht man Fleisch? Genau, damit es besser schmeckt und damit die Bakterien absterben, die da drauf sind. Wenn ihr nämlich euer Messer für euer rohes Fleisch benutzt und das anschließend auch für euer Gemüse benutzt, dann habt ihr nämlich genau die Bakterien auf eurem Messer auch im Gemüse. Die sind dann roh. Super. Mozzarella. Natürlich unseren guten Büffelmozzarella. I like it. So. Lass mal kurz einmal abtropfen. Was haben wir noch? Tomaten. Wie waren wir denn eigentlich? Ich hab ganz vergessen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück haben wir.
8 Stück. Okay, dann brauchen wir auch 8. 8 Scheiben. Life moves pretty fast. So, da. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Schnell abwaschen. Gucken, ob die überhaupt schmecken. Mhm. Ja, doch geht. Habt ihr ein bisschen intensiver erwartet, dass sie schmecken? So, 8 Scheiben brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was genau? Why should the blues be so at home here? Well, America provided the atmosphere. Unglaublich. Endlich mal wieder ein scharfes Messer haben. Ich feiere das gerade. Auch wie das geht einfach wie durch Butter durch. Da wir kleine Tomaten haben, mache ich jetzt ein bisschen mehr hier. So. Ich glaube, ich noch ein bisschen Mozzarella mehr kaufen sollen. Egal. Dafür haben wir frisches Pesto. So. Jetzt holen wir kurz unser Baguette noch raus. Ich habe nämlich Bock. Ich habe mal Bock auf so ein Baguette. Hier gebacken werden. I don't know. Tico von Beginn aus einem vergeizten Backofen. 10 bis 12 Minuten. Okay, 190 Grad. Zack. Haben wir. 10 bis 12 Minuten. Thank you very much. Hey Svenna, grüße dich, Mahlzeit. So, muss mal unsere große Pfanne hier. Ich glaube, ich alle anrichten. Das brauchen wir nicht mehr. So. Fleisch drin von einer Seite, 2 Minuten anbraten, mit Salz verwürzen, dann wenden, Pesto in der Pfanne verteilen, Fleisch mit Basilikum je eine Scheibe. Tomate belegen zudeckt, weitere 5-6 Minuten braten, mit Pesto anrichten, dazu passt frische Ciabatta oder Baguette. So, Öl in die Pfanne erhitzen, dann kommen jetzt die Puten rein.
Wir werden sie erstmal scharf anbraten auf einer Seite und dann werden wir mit der Hitze runtergehen. Uff, damit wir nicht verbrennen auf der anderen. Ach, dieses Pesto sieht echt gut aus, ne? Oh, das riecht halt auch geil. Wie viel Pesto brauchen wir denn? Steht gar nicht drauf. Aber wir machen mal schon. Wir machen schon ein bisschen rein. Kommen wir jetzt mal hier hin, den Deckel. Ich hab auch echt mal wieder Bock auf Geflügel. Drawer. 15 Jahre habe ich meine Haare wachsen lassen dafür. Oops. 15 Jahre. So lange wie einige noch nicht mal alt sind hier im Chat. So, den haben wir auch schon fertig. Wenn das nachher gleich drin brät, dann können wir das schon fertig. 2x2, 8 Minuten, gut, dann müsste das on point alles fertig werden. So, das reicht, meine Hitze. Ich hole jetzt rein. Ups. Ich hoffe, die passen auch alle rein. Ah, ziehen sich jetzt zum Glück noch zusammen. So, wir gehen jetzt runter von der Hitze. 2 reicht. Da sie halt nicht dick sind, brauchen die auch nicht lange, sonst werden sie nämlich trocken. Wir gehen sogar noch ein bisschen von der Hitze runter. So, 2 Minuten. Lassen wir bis 40 drinne. Packen. Kann in die Spülmaschine. Wenn hier noch Platz drin ist, aber ist noch Platz. Wäre doch gelacht. War noch was, was in die Spülmaschine kann? Das hier. Nö, sonst nix. So, 2 Minuten anbraten mit Salz, Pfeffer, Würzen, wenden. Das machen wir gleich.
werden sie aber, wenn wir umgedreht haben, werden wir sie würzen. Sonst verbrennt uns nämlich die ganze Schose. So, jetzt einmal wenden. Ja, das sieht gut aus. Schöne Farbe. Na gut, der ist ein bisschen blass. So. So, das Pesto da drin verteilen. Stöße brauchen wir nicht mehr. Ein bisschen Pesto aufheben. Das Pesto ist echt geil. So, Salz, Pfeffer, würzen, machen wir jetzt. Salz noch. Zack. Verteilen Fleisch mit Basilikum. Eine Flasche Tomate belegen. So, wir hauen erst die Tomate drauf. Da wir halt kleine Tomaten haben, machen wir halt gleich zwei Scheiben kleine drauf. Zack. Noch Enten? Schade. Dann müssen wir Enten. Nur einmal Enten. So. 4 Minuten noch. Dann kann das auch schon wieder raus. Wir haben das Baguette vergessen. Scheiße. Zum Deckel rauf, damit der Käse von oben zerläuft. Fertig. Jetzt brauchen wir nur noch warten, können wir schon mal das andere abwaschen. Und das Pesto hat sogar super gereicht, das können wir gleich noch benutzen für zum Anrichten. Raus, die brauchen wir nicht mit abwaschen.
So, 3 Minuten kommen die Dings raus, die Puten. Schnitzel. Schnitzel, sag ich schon. Puten mit der Jungs. Wie gesagt, man hätte auch richtig Putenbrust bzw. Putenfilet nehmen können. Aber das hat jetzt vielleicht das Doppelte. Am gleichen Stand hätte das Doppelte gekostet und ich gesagt, nee. Nur weil es anders aussieht, nehmen wir das andere jetzt. Das war nämlich im Angebot. Perfekt, habe ich mir gedacht. Ich glaube, den Stößel? Obwohl, nee, den mache ich. Den mache ich doch nicht. Den werde ich so abwaschen. So 2 Minuten. 2 Minuten noch. Ist denn auf der Käse schon? Nee, nicht so wirklich. Aber sind ja auch noch ein paar Minütchen. Mahlzeit Peter, grüße. Oh, ich freue mich riesig über das Messer, was mir Abo geschickt hat, echt. Richtig cool. Beziehungsweise müsste ich mich eigentlich bei seiner Mutter bedanken. Freue ich mich riesig drüber. So, haben wir schon wieder fast alles abgewaschen. Fehlt nur noch die Pfanne. Herrlich. So. Ja, schon gut zu laufen. Beziehungsweise ist zu laufen, das reicht mir auch. Hitze kann aus von der Pfanne. Oh, hier müsst man einen Löffel von dem Pesto probieren, das ist ohne Scheiß. Warte mal. Oh, lecker. So stelle ich mir gutes Pesto vor. Herrlich. Oh, richtig schön kräftig, richtig schön gewürzt. Nice. Aber sind meine Ohren zu klein für dieses Headset? So, welchen Teller nehmen wir? Nehmen wir blau? Nee, wir nehmen rot. Moin, Abo, mein Lieber. Hab gerade von dir gesprochen.
Red Baguette? Warum? Was hast du denn für ein Zeitgefühl, Dinger? Baguette ist richtig gut, Mann. Abo, mein Lieber, vielen, vielen Dank, beziehungsweise richt mal deiner Mutter. Genau, richtig. Richte mal deine Mutter vielen, vielen Dank für dieses Messer aus, für dieses wunderschöne, tolle, scharfe Messer. Dankeschön, mein Lieber. Ich wusste schon, der hat auch hier nie Hater, diese Scheiße von Vorhang. Gleich mal mit dem Hammer durchgehen. Ne, ohne Scheiß, aber freue ich mich riesig drüber. Freue ich mich echt riesig drüber. So, ich den kleinen Löffel schon reingemacht. Was sagt der? Ich verstehe den nicht. Ich kann kein Dorisch. Kannst du das mal übersetzen, Abo? Wobei ich kein Paket habe, habe ich gar nicht mal gesehen, dass es eine HMN-Tüte war, aber alles gut, Mann. Alles gut. Scheißegal, wie es ankommt, auf die inneren Werte zählt es doch. Aber auf die inneren Werte kommt es drauf an. Sippt das hier so rum, ey. Ja, freue ich mich riesig drüber, aber ohne Scheiß. Sippt so viel, ey. Ich will gar nicht aufhören. Diese Soße hier. Du kannst gleich sippen, wenn ich das Foto gemacht habe, essen, okay? Ist das ein Deal? Puh, ist das warm hier drin. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das im Sommer machen soll. Ich glaube, im Sommer wird es keine Kochstreams geben, Leute. Gut, dann müssen wir das mit Baguette kaschieren. Retuschieren, kaschieren. Das hört nicht auf zu sippen.
für ein Sub-Treffen für alle Koch? Aha. Aha. Ich hab gedacht, ihr kocht denn für mich? Ich koch doch jetzt das ganze Jahr über für euch. Und wenn wir uns dann treffen, dann kocht ihr einfach für mich. Was seid ihr denn davon? So mal ein bisschen was Kleines zurückgeben. Ich habe euch doch jetzt schon so viel an Rezepten beigebracht. Da könnt ihr doch mal einen Tag im Jahr auch mal für mich kochen. Hä? Was haltet ihr davon? Das ist doch eine gute Idee, ne? So, machen wir mal hier ein bisschen nass, damit es ein bisschen frisch aussieht. Wäre eher für ein Spanferkel. Was machst du denn dafür im Handbuch? Was hast du denn dafür ein Handtuch hängen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ein Handtuch, aber ich weiß es nicht. Schnell ein Fotochen. So, müssen wir noch anmachen hier. Ohne an ist nix, ne? So, besondere 10 Speisen. Okay. Wandtuch. Oh, weiß ich nicht, was das für eins ist. Irgendein Wandtuch. Habe ich schon immer hier hängen gehabt. Damit die ganze Bude nicht da so danach stinkt. Aigashi, grüße dich. Hallihallo. So. Dann füllen wir uns noch mal ein bisschen auf hier. Machen wir uns mal einen Chris-Teller. So. Holen wir mal hier das letzte aus dem Pesto raus.
kann ich mein nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen mehr Pesto machen, weil... Das war okay. Jetzt weiß ich auch, wie viel Basilikum ich brauche, ungefähr. Herrlich. Siehst du zum ersten Mal? Richtig. Weil ich es auch schon lange nicht mehr dran hatte. Ein Sennheiser ist ein Headset-Abo. Und nein, das Projekt wurde noch nicht gelüftet. Das kommt noch. Das kommt noch, Abo. Hey Deep Crab, grüße dich. Moin Moin. Ein wunderschön. Ja Leute! Guten Morgen Jungs, à la Calpres. Ich wünsche euch guten Hunger. Lasst es euch schmecken mit selbstgemachten frischen Pesto, Basilikum-Pesto. Viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit wünsche ich euch und bis gleich. Ich gehe rüber in mein anderes Zimmer und werde futtern. Futtern. So, bis gleich.